Er ist gerne in Neuruppin der Songwriter ohne Alter und dessen Künstlername sich auch in seinem Pass wiederfindet, Sherman Noah. Mir ist es ja aufgefallen, dass viele Neuruppiner ihre Stadt irgendwie runtermachen. Wozu? Das ist eine ganz, ganz total schöne Stadt hier. Das ist nur eine Frage der Zeit, wann diese noch schöner wird. Also man arbeitet ja dran, die Altstadt wird immer schöner. Aber ich habe das in unserem Einkaufscenter gemerkt, dass die Leute immer sagen, ach nee, wir sind hier in Neuruppin. Nee, ihr seid in Neuruppin. Der Berliner hat es erkannt und deshalb kommt er regelmäßig in die Fontanestadt. Sein Hund Woodstock ist immer mit dabei. Wir sind der Meinung, dass zum Beispiel dieser See magisch ist. Also wenn man ihn sich so anguckt, der ist egal zu welcher Jahreszeit, er ist irgendwie immer schön. Vom Fußballer zum Rockmusiker. Als Jugendlicher in Amerika ist Sherman Noah zu dem geworden, was er heute ist. Sein Vertrag lief aus, er ging mit auf Tour einer befreundeten Band und weil der Sänger aus Liebe abhaute, sprang Sherman ein. Das Witzige, das ist eine schöne Anekdote, aber auch irgendwie, dass ich wollte schon einmal in der Schulband irgendwie Sänger werden. Und hat der damalige Bassist und Chef dieser Band hat mich rausgeschmissen, weil er meinte, ich wäre zu schlecht. Derselbe Typ arbeitet heute irgendwie in so einem Farbengeschäft und hat sich die CDs signieren lassen für seine Frau. Das fand ich total geil. Ich will ja nicht nachtragen, aber da dachte ich so, yes. Für Woodstock 69 war Sherman noch zu jung. Kein Grund, sich nicht trotzdem dem Lebensgefühl anzuschließen. Ich habe ja immer sozialpädagogisch irgendwie viele Sachen gemacht, die Sozialarbeit immer noch nebenbei gemacht, mit Jugendlichen irgendwas gemacht und Projekte. Und gerade in Berlin hat man immer gemerkt, dass das immer mehr den Bach runtergeht und wonach sehnt man sich nach Farben, nach Sonne, nach Leben. Und war für mich einfach so eine Entscheidung. Ich fing an, dass zum Beispiel ich meine Wände wieder einfach mal bunt gemacht habe. Ich habe keinen Bock mehr auf weiße Wände gehabt. Das war so für mich, ich wollte zu Hause so eine Oase schaffen, weg von dieser Aggressivität, von dieser Coolness der 80er, 90er, wo alle cool sein wollten in Berlin. Mehrmals im Monat spielt Sherman Noah im Ressortmarkt Brandenburg. Dafür muss er sich nicht verstellen. 4 Sterne stehen wohl für Lebensgefühl und Weltoffenheit. Mit der Direktion ist er längst gut befreundet. Das ist meine Rock'n'Roll-Direktorin. Ja, sie liebt das total. Sie hat, klar, sie ist die Chefin, aber wir haben ja irgendwie dieses Chef-Ding überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn sie mich richtig nötigen würde, irgendwie was zu machen, was ich nicht machen würde, würde ich nach Hause fahren. Das weiß sie auch. Andererseits hat das ja verstanden. Sie weiß ja, wer ich bin, sie kennt meine Geschichte und sie hat einfach Lust, das zu machen. Standing at the crossroads with my sons, our sons. Deep in my soul, got a pocket full of secrets and camouflage. Mattis und Sherman sind 2 der 5-köpfigen Band Sherman Noah. Und sie sind die Köpfe. Ganz entspannt treten sie in der Formation auf, wie es gerade passt. Sorry, I can see now. Fakt ist, dass die Band momentan ist Mattis Richter-Reichhelm und ich. Mattis ist halt ehemaliger Leadsänger von Swimming the Nile, ein fantastischer Frontmann, super Musiker und wirklich dicker Freund inzwischen. Und wir beide produzieren, machen und tun und im Studio zum Beispiel spielen wir 90%, also 95% alles selber, alle Instrumente, weil wir die Möglichkeit und die Qualitäten haben. Und haben uns halt eine ganz tolle Liveband zusammengesucht von fantastischen Musikern, die genau unser Lebensgefühl vermitteln. Aber man hat halt, kann viel entspannter damit umgehen. Aber Mattis und ich sind halt die Basis und also letztens sagte einer meiner Musiker, wir können uns noch so viel Mühe geben, die beiden sind seelenverwandt. Auch das ist Sherman Noah. Zwar ist die Akustikgitarre sein Heiligtum, aber ein bisschen Fremdgehen ist erlaubt. Demnächst geht er wieder auf Tour in Berlin und Florida mit seinem neuen Programm Demons and Diamonds. Dazwischen vergisst der Neuruppin aber nicht. Am 27. März spielt er wieder im Seehotel Fontane. Und die Geschichte mit Lenny Kravitz, tja, das Beste zum Schluss, die erlebte er mit seiner ehemaligen Banshees Shiner.
Wir waren 89, haben unsere erste Platte raus und dann kam halt ein Anruf, ob wir nicht einen jungen Künstler aus den Staaten im Vorprogramm mitnehmen würden für die Tour. Und da kannte ihn keine Sau, der hatte noch gar keine Platte raus und irgendwie ein Viertel oder ein halbes Jahr später kam dann Let Love Rule raus und er wurde zum Weltstar im Endeffekt dann über dieses Album. Und das war ein ganz bescheidener, netter junger Mann, der mit uns also super viel Spaß hatte. Und 96 hat sich dann alles mal gedreht, da haben wir ihn begleitet.